Fünfmal Hamburg, das Quiz. Kleiner Tipp, wer bei einer Frage etwas länger nachdenken möchte, einfach beim Countdown die Pause-Taste drücken. Und nun viel Spaß beim Mitraten. Frage 1. Wer in Övelgönne oder auch im Blankeneser Treppenviertel unterwegs ist, kann sie im Fenster sitzen sehen, Porzellanhündchen. Einige nennen diese Figuren Kaminhunde, weil sie früher vor allem Kaminsimse oder Kommoden schmückten. Aber die Hunde sind in Hamburg auch unter einem anderen Namen bekannt. Welcher ist das? A. Fensterhocker. B. Puffhunde. C. Kapitänswelpen. Oder sind es die Witwentröster? Richtig ist der Begriff Puffhunde. Warum? Im 19. Jahrhundert sollen Prostituierte diese Hunde in ihre Fenster gestellt haben. Schauten sie dabei nach draußen, war frei, waren sie nach innen gewandt, war dies das Zeichen, das besetzt war. Frage 2. Hamburg ist Deutschlands Single-Hauptstadt. Kein Wunder also, dass hier auch viele Tinder-Nutzer leben. In welchem Stadtteil wird am meisten getindert? A. Eppendorf. B. Winterhude. C. Barmbek oder D. Eimsbüttel. Laut dem Anbieter der App wird die Dating-App am meisten von Eimsbüttlern genutzt. Es folgen Winterhude und Barmbek. Wie viele Fenster hat das berühmte Chile-Haus? A. 2800. B. 4400. C. 1400. Oder sind es doch nur 750? Das Chile-Haus hat beeindruckende 2800 Fenster, also viel Arbeit für Fensterputzer. Es wurde 1924 von dem bekannten Architekten Fritz Höger entworfen. Das Haus ist heute ein Klassiker der Architekturgeschichte und mit dem Kontorhausviertel Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Und nun mal eine Frage aus der Welt der Hamburger Kriminalgeschichte. Wie hieß der berühmte Frauenmörder, der in den 70er Jahren im goldenen Handschuh seine Opfer suchte? Ted Bundy, Werner Pinsner, Friedrich Paul Honka oder war es etwa Thomas Holst? Das sollte nicht so schwierig gewesen sein. Es war Friedrich Paul Honka. Hamburg hat einige Straßen mit skurrilen Namen. Deshalb heute wieder eine Frage aus dieser Kategorie. Welche Straße gibt es in der Hansestadt? A. Unterschenkel. B. Schienbein. C. Kniescheibe. D. Schulterblatt. Richtig ist Schulterblatt. Vor über 300 Jahren gab ein Wirtshaus nahe der heutigen Roten Flora der Straße in der Schanze ihren Namen. Das Aushängeschild der Kneipe war das Schulterblatt eines Wals. Und das war es wieder für heute mit den Fragen aus 5 mal Hamburg, das Quiz.